Und dann haben wir mit ihr geredet, beziehungsweise mein Mann mit ihr geredet, weil ich kann sowas gar nicht. Mir ist das unangenehm und ich möchte auch niemanden vor den Kopf stoßen. Wir sind ja noch in der Probezeit. Wir haben gesagt, das passt mit unserer Familie nicht, weil wir eben diese drei Lager haben. Und kennt sie hier niemanden? Unsere anderen Angestellten, die sind alle befreundet miteinander, machen Sachen zusammen. Es war so, als wenn man eine Freundin, also Besuch hat, aber man hat keine Zeit für den Besuch. So hat sich das ein bisschen angefühlt. Es ist einfach nicht so gewesen. Ich erwarte einfach ein hohes Maß an Professionalität, gerade in unserem Haushalt. Ich hätte mehr abgeben müssen, als ich bereit bin abzugeben, dass es sich lohnt für das Geld. Und wir hätten uns als Familie doch auch noch mal ein Stück einschränken möchten von der Privatsphäre. Dazu bin ich auch nicht bereit und sind wir nicht bereit. Dann war es das eben. Sie bleibt noch ein paar Tage bis kurz vor Weihnachten und kriegt natürlich ihr volles Gehalt und genau, alles in Ordnung. Sollte nicht sein. Ich weiß jetzt aber auch, ich möchte gar nicht mehr abgeben und dann habe ich halt Stress und es ist Chaos manchmal, aber so ist das eben bei uns und das sind wir irgendwie auch.